Wir sind heute hier bei euch um diese Veranstaltung, wir haben sie genannt Shopping mit Durchblick, mit euch durchzuführen. Wir freuen uns sehr über eure Bereitschaft, das mit uns zu machen. Wir möchten heute zusammen mit den Schülern gemeinsam erarbeiten, wie sind die Konsumwünsche, was machen Konsumwünsche aus, was bedeuten sie für uns, wie entscheiden wir, wie treffen wir Kaufentscheidungen, wie beeinflusst uns Werbung, wie gehen wir einfach mit unseren Konsumwünschen um und wie können wir sie tatsächlich auch umsetzen, wie können wir sie uns erfüllen. Hast du einen Überblick über dein Geld, was du im Monat zur Verfügung hast? Nein, also ich achte eigentlich nicht drauf. Um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Ja, also im Monatlichen habe ich einen Überblick über mein Taschengeld und so. Aber im Jahr sozusagen habe ich keinen Überblick über mein Geld, was ich ausgebe. Dieser Kopf soll eben gefüllt werden mit den ganzen tollen Dingen, die ihr euch wünscht oder die ihr euch regelmäßig kauft. Für was gibst du so Geld aus? Also das Übliche, so Klamotten, Essen oder zum Beispiel Schuhe auch. Achtest du auch auf Marken? Marken? Ja, selten. Nein, eigentlich oft. Statt ich mir jetzt irgendwie Schuhe für 80 Euro hole und die gibt es dann gefälscht in irgendeinem Laden für 10 Euro, da steht halt die Marke nicht dran, aber die sehen genauso aus, dann hole ich mir lieber 8 Paar von den Schuhen in anderen Farben, statt ich mir dann nur ein Paar hole. Und zwar wollen wir mit euch gemeinsam schauen, wofür gibt ihr denn tatsächlich Geld aus? Und wie viel Geld gibt ihr dafür aus? Trinke 15 Euro. Meine Eltern. Katja, wie viel soll ich haben? Ich habe einfach. Ey, die tun mir voll leid. 60 Euro. Oh. Ja. Das ist recht viel eigentlich. Ja, ein schockierendes Ergebnis. Schön ist zu sehen, dass tatsächlich eine Auseinandersetzung passiert mit dem Thema. Und das ist unter anderem eben auch unser Ziel, dass bewusst wird, dass das Ausgabeverhalten und die Konsumwünsche durchaus einer Auseinandersetzung, einer individuellen Auseinandersetzung bedürfen. Also du sparst dein Geld nicht? Nein. Nie? Ich kann auch nicht sparen, weil wenn ich Geld habe, dann muss ich das irgendwie ausgeben. Oder auch wenn nicht, dann sage ich, ja komm, nur ein Euro. Und dann wieder auch, kommen nur 50 Cent und dann ist das ganze Geld weg. Letztens habe ich sogar für ein paar Kopfhörer gespart und habe dann halt nach meinem Geburtstag noch etwas dazu bekommen und habe mir die dann halt später gekauft. Und dann geht es auch konkret eben in die Praxis. Also wir möchten mit den Schülern Geschäfte besuchen und sie kriegen Aufgaben, Produkte zu kaufen mit einem fiktiven Einkommen bzw. mit einem fiktiven Budget, das sie zur Verfügung haben. Und sollen dann gemeinsam in Gruppen eine Kaufentscheidung treffen. Das würde ich kaufen. Ja. Kostet 11 Euro und ja, ist sehr gut. Die Erfahrung ist halt viel besser, als wenn man jetzt in den Heft guckt und sagt, ja, sieht gut aus und ich kaufe das mal. Auch wenn es so teuer ist. Ich finde, man sollte auch, egal ob die billigsten, sollte man auch ausprobieren und gucken, wie sie halten und wie es so ausstrahlt. So. Finanzkompetenz bedeutet eigentlich ein Umgehen können mit dem Einkommen, also Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. Es ist eigentlich egal, über welches Budget Jugendliche verfügen. Es ist immer so, dass es ein begrenztes Budget ist. Die Haushalte sind verschieden ausgestattet, insofern sind auch Jugendliche verschieden ausgestattet. Es geht aber eben darum, individuell mit dem Budget auskommen zu können. Und das versuchen wir einzuüben, indem wir einfach das Bewusstsein darauf lenken, dass man mit Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht sein muss.